ist da im finsteren Wald. Heute ist so was wie Lost Place, ne? Haben sie gesagt, Lost Place. Macht super viel Spaß. Wir rennen hier schon die ganze Zeit im Wald rum und hören komische Geräusche. Leuchten da irgendwo rein. Ey, keine Ahnung, ich weiß nicht, was hier los ist. Wir gehen mal, schließen mal auf zur Laura. Hallo. Hallo Laura. Ja, wir suchen gerade den Franzosenstollen. Ja. Der wurde im Zweiten Weltkrieg als Krankenhaus genutzt. Oha. Und der Name Franzosenstollen kommt daher, weil der wurde von französischen Zwangsarbeitern. Hallo. Also französische Zwangsarbeiter, die hier in Deutschland gefangen genommen wurden, mussten den halt ausheben. Exakt. Und das ist eine traurige Geschichte, definitiv. Ja, aber Zwangsarbeit sehr spannend. Ist nie so schön. Nee, überhaupt nicht. Aber sehr spannende Anlage. Und wir gucken mal, dass wir die jetzt hier irgendwo im Gebüsch, müssen wir nämlich den Eingang finden. Ja. Wir wissen nur gerade nicht mehr, ob der weiter oben oder unten war vom Weg. Ja, irgendwo hier in dem Gebüsch befindet sich gleich. Ja, da befindet sich auch die Blair Witch. Das ist ganz schön spooky hier. Naja. Ich melde mich mal, wenn wir irgendwas gefunden haben. Wir haben den Eingang gefunden, zeig mal den Eingang hier. Ja, guck mal da vorne. Warte, hier. Ja, da geht's rein. Da müssen wir kleines Löschen. Das ist ein scheiß Karnickelbaum. Das ist ein scheiß Karnickelbaum, in der Tat. Ja, mal ein kleines Wurmloch. So, ja. Und dann. Soll ich da mal durchklettern? Ja, geht da mal da durch. Ich finde das hier scheiße. Was ist das denn? Nimmst du einmal Rucksack? Bier? Komm sofort, ja, das ist, hier ist eine Schwierigkeit irgendwie. Was soll's denn hier drin? Meine Güte, durch das Loch da. Da seht ihr das, wo die Decke liegt. Durch das Loch bin ich jetzt gerade durchgequetscht. Ich muss das mal so ein bisschen hinter dem Licht machen. Was? Scheiß Stollen hier. Landet. So, ich hab alles mal Bier gleich, ne? Ja. Oh, ja. Guck euch das mal an. Ja, schon mal nicht, ne? Was hier früher so gelaufen ist, wahrscheinlich. Ja. Ganz schöne Ohren. Auf jeden Fall. Sind jetzt hier unter einer alten Schlacke halt und dadurch, dass die Schlacke irgendwie so Säureverbindungen freisetzt, sieht man auch an einer Stelle bestollen, dass nicht das Erdreich auch durchkommt. Ne? Also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein gleich. Ja, nicht, dass das hier zusammenstürzt, Alter. Nein, auf keinen Fall. Nee, der ist schon. Den wollten sie sogar eine Zeit lang nutzbar machen hier. Also das war eine Zeit lang überlegt, das hier an das nahegelegene Museum anzuschließen. Ja. Aber das haben sie dann halt verworfen. Ja? Genau wegen der Stelle da hinten. Genau. Ja. So. Guck mal hier, wie die ganze Ummantelung abgefressen wird, langsam aber sicher, ne? Das war unheimlich. Ach, guck mal hier, da steht mal was. Da steht mal was eingeritzt. Wir haben uns hier auch verewigt. Hauptgang. Hauptgang, ja. Ja, warte mal. Habt ihr Kreide dabei? Weil das ist hier schon. Wir haben keine Kreide dabei. Nee, stimmt. Aber wir können hier durch. Freestyle heute mal. Freestyle? Ah, willst du Freestyle durch? Freestyle. Alter, was mache ich hier mit? So Freestyle-mäßig, ne? Guck mal, hier ist auch noch ein kleines Loch in der Wand. Und. Joa. Können wir links oder rechts rumgehen? Rechts und durch die eine gesagte Stelle. Hier ist zu? Genau, da ist zu. Da gibt es aber vorne noch so einen Durchgang, aber da würden wir wieder im Kreis laufen, glaube ich. Ich gehe gleich mal da hinten gucken, ich habe da was gehört. Irgendwie nicht, dass hier Leute drin sind. Was? Ja. Sind hier Leute drin? Weiß ich, kann sein. Gute Frage. Ah, guck mal hier. Das ist die Stelle, die ich gerade meinte. Da ist das ganze Erdreich reingekommen. Mhm. Aber hier kann man auch noch hier gucken, da oben. Na, guck mal, wenn er jetzt nach oben guckt, das ist jetzt hier der Teil. Voll die Kristalle gebildet. Ja, Mann. Das ist jetzt auch hier der gefährliche Teil, würde ich mal sagen. Hier über die Leute da drüber. So da hinten ist nämlich noch der spannende, ne? Salzkristall. Meine ich. Über mal doch hier durch. Ja, ich meine auch. Wow! Brauchen wir mal eine Wohnraumfarbe? Oh, eine Farbe. Also hier ist leider sehr zugemüllt. Das ist leider in Lost Place. Das ist auch sehr häufig, dass die Leute echt ihren Müll abladen. Ja, sehr schön. Mal reinschielen.
blöd, ne? Ja. Richtig blöd. Ja, das ist... Warum macht man sowas? Vor allem, wie kriegt man die Scheiße hier runter? Ja, das ist eine gute Frage. Durch das enge Wurmloch da? Da lag eine Box rum. Also, Musik. Was? Ja, so eine Lautsprecherbox. Hier unten? Ja. Ja, das war gut. Muckelchen. Muckelchen, fuck you. Muckelchen, fuck you. Ja, Muckelchen, fuck you. Ja, hier ist... Ah, ist noch gemütlich, er lädt ein, um ein Bierchen zu trinken, auf jeden Fall. Ja. Sollen wir mal ein Bierchen rausholen? Sollen wir mal ein Bierchen rausholen? Ja, auf jeden Fall. Ja, wann ist man schon mal in so einem Stollen und macht Ping, ne? Ja. Ping. Ping. Ja. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier Alkohol zu konsumieren, aber... Aha. Schon... Ja, wir haben da vorne ja direkt die Biertrinkecke. Schon unheimlich. Ja, komm, wir gehen mal zur Biertrinkecke hin. Haben Sie sicher den Fernseher angemietet? Hier geht's zu dem, nenn's mal Gefängnis. Ah, ja, Mann. Hier ist auch echt creepy durchzukommen. Ja, Mann. Ach, du Scheiße. Was war jetzt da eben? Laura meint, sie hat irgendwie noch gehört. Manchmal kommen andere Ölwechsel am Start, ne? Aber wer weiß nicht. Pass auf, ich dreh mal eine Kippe und du gehst mal gucken. Ach, Scheiße. Warte, ich komm mal mit da vorne hin. Das Mädchen vorschicken. Naja, komm, ich komm mal. Noch besser war nicht. Wir sind genau hinter dir. Ja, ja. Jetzt läuft sie einfach weg. Ja, noch nie. Oh, mal gucken. Bald kann sie nicht sein. Und ums Eckchen. Ah, da kommt sie nicht hin. Ja. Fühl dich zu meinem Haus. Gehört? Ja, irgendwie bleibt sich auf die Fresse gelegt oder so. Hey Laura, alles gut? Laura! Ich möchte, dass sie sich da auf die Fresse gelegt hat oder so. Es wäre schlecht, die jetzt hier rauszukriegen, ist schwierig. Das wäre nicht so geil. Sind die hier lang gegangen, ne? Ja, das stimmt. Laura? Aura! Ja, von da sind wir gekommen, ne? Lass mal da gucken, da waren wir, glaube ich, nicht mehr da dran. Aura? Ja, was jetzt? Wo lang? Ich glaube, hier vorne, ne? Da waren wir noch nicht. Warte, was ist das da vorne? Ey, da ist was. Ist das Aura's Pendel? Weiß ich nicht. Aura's Pendel. Lass mal gucken. Ja. Was? Okay, in die andere Richtung, Alter. Ich gehe auf jeden Fall in die andere Richtung. Alter, was? Laura? Warst du das? Laura, mach keinen Scheiß, ey. Das ist nicht witzig. Hallo? Laura? 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 Nee, wir müssen da lang. Also ich gehe auf jeden Fall nicht dahin, wo das... Nicht dahin, wo das Geräusch... Wo das Geräusch... Ich habe zu viele schlechte Filme gesehen, Alter. Was ist hier für mich? Geh hier auf jeden Fall weg. Ich, aua, Scheiße. Ey, Rocco, mach schnell bitte. Ja, Mann. Scheiße, was du möchtest. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Ich hab schon hier auf Panik die scheiß Batterie liegen lassen. Scheiße, warte mal. Ey, lass das alles hier, ist doch scheißegal, ey. Mach dich weg. Fuck. Scheiß dich weg. Warte, ich geb dir die Kamera. Bitte. Scheiße. Unten schnell.
hin, oder? Schnell, genau, schnell. Warte, ich nehme den Rucksack ab. Na, guck mal, zackig. Wer weiß, wie schnell die da sind. So die schnellste Sorte zu sein, weil so irgendwelche Assis sind von den Schlappen. Warum aus, aber ich will hier weg. Das will ich nicht herausfinden. Nee, definitiv nicht. Rucksack. So, und einmal der Flitzemann. Ich geb. Oh. So, weg. Alter, was war das? Oh. Ich muss jetzt hier wegkommen. Das ist gar nicht so witzig. Rucko, was war das für eine Scheiße jetzt? Boah, ey, keine Ahnung, Alter. Aber lass jetzt mal echt nicht irgendwie hier mit Filmen und sowas. Ich glaube, ich rufe jetzt echt eiskalt die Cops, Alter. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, was da gerade los war. Ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt irgendwie einfach mal gucken, dass hier Leute vorbeikommen. Ja, okay, warte ich mal aus. Und das hat jetzt keinen Sinn. Was? Hey, Alter, hast du das gesehen? Habe ich mir das jetzt eingebildet oder ist da ein Typ weggelaufen? Weiß ich nicht.